es jetzt mal absichtlich kurz falsch. Ja, es wird richtig angezeigt, wenn es falsch ist. So. Hier irgendwo war das, ne? Ja, sogar viel früher schon. Flop, 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 flop. So, Robopod Nummer 1. Wäre hier irgendwo. Ich setze den jetzt mal dahin. Und Robopod Nummer 2 setze ich dann. Oh, warte. Könnte sich sogar fast aufgehen. Warte. Weil wenn wir später wirklich irgendwelche exzentrischen Türme haben, dann könnten wir das ja auch mit Robotern lösen. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht viel mehr Türme in unserer nahen Zukunft. Außer vielleicht so ein Raketenwerferturm noch. Aber das klingt viel zu gefährlich. Der hält nur auf unsere Sachen. Also nee, wir brauchen keine orangene Abdeckung direkt bei den Mauern. Wir brauchen nur eine gelbe Abdeckung. Das heißt, irgendwo hier wird das schon reichen. Also eigentlich wird es hier schon reichen. So. Wie gesagt, sieht ein bisschen komisch aus, aber hey, was soll's. Ich kann es ja der Optik halber noch zwei Felder versetzen. Entschuldigung, dass ich die rausgerissen habe. So, hier ist ein bisschen besser aussieht. So, Dinge explodieren. Zwei gelbe Ärmchen und 16 Türme schießen, sollte schon erledigt sein, huh? Nö. Ein Turm schießt, das ist wieder unten. Glaube schon. Du brauchst Muni. Ja, wir brauchen alle Muni. Muni ist toll. Allerdings habe ich keine Muni, das heißt, ich hole kurz Muni. Irgendwas wurde da vernichtet. Ein Ärmchen. Sehr gut, kleiner Roboter. Sehr gut. Dass du deinen Job noch so ernst nimmst, obwohl nichts hiervon irgendeinen Wert hat. Und nur dumm in der Gegend rumsteht und mich verwirrt. Da, nimm Kohle. Ja. Klar, Muni. Gut. Dann schmeiß hier. Das alles rein. Bis auf ein kleines bisschen vielleicht. Gut. Dadurch wird jetzt auch neue Scharfschutzmunition hergestellt. Das ist gut so. Was wollte ich jetzt? Ich wollte Scharfschützenmunition holen für. Hol mehr. Für die eine Kiste da. Damit der auch durchgehen schießen kann. So. So, zwei müssen reichen. Noch irgendwo ein Turm, der sich vernachlässigt fühlt. Du. Du kriegst natürlich auch einen. In der Nähe von der Stromversorgung. So. Hihi. Aber ein bisschen können es halten. Und später kriegst du halt ein blaues Dingens. Gut, ich laufe zurück zur Lavalampe und versuche da ein bisschen daran zu drehen, dass die hellblauen Tränke schnell hergestellt werden. Dinge schießen, Dinge machen kaputt. Und genau die Türme, die ich gerade bestückt habe, fangen jetzt an zu ballern. Das ist doch super. Was ist hier jetzt kaputt? Kommen immer noch keine gelben Ärmchen an. Weil alle gelben Ärmchen zu blauen Ärmchen gemacht werden. Blau zu grün und das saugt alles weg. Das heißt, ich sollte jetzt die grüne Ärmchenproduktion stoppen. Wie schaut es denn hier oben aus? Ärmchen. Ärmchen. Ja. Ja, mache ich mal. Hör mal auf, das zu nehmen. Hör mal auf, das zu nehmen. Also grün ist jetzt abgekapselt. Es werden allerdings immer noch Chips verbraucht, um halt hellblaue Ärmchen herzustellen. Die brauche ich aber auch recht häufig. Ja, ich kann das mal so machen. Dass es nicht ganz so lange dauert, ins Deck hier aufzufüllen. Also kommen jetzt ein paar davon durch. Nö. Komm schon, grüner Chip, du musst es schaffen bis da hinten irgendwo. Nö. Okay, nächster Plan. Ich nehme ein langsames Ärmchen, um es nach da zu tragen, denn es hoffentlich. Das rote Ärmchen beim Auslegen schneller und es kommen ab und an mal kleine Ärmchen hier hinten an und dann passt das auch irgendwie. Eine Kiste mit gelben Ärmchen hatten wir nirgends, oder? Glaub nicht. Wenn Strom besser aussehen würde, würde ich das Bipnudel reinhauen. Tut's nur leider nicht. Und ich habe auch keine grünen Chips über, um jetzt zigtausend Solarpanels zu bauen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber wenigstens staut sich Kupfer hier. Und ich kann es auch
mit nicht so einem ganz schlimmen Gewissen verbrauchen. Gar kein schlechtes Gewissen hätte ich nur, wenn ich hier auch Produktivitätsmodule überall drin hätte. Also Dreier Produktivitätsmodule bei den Minen und auch bei den Schmelzen selber. Aber so weit bin ich halt noch nicht. Und ihr staut euch hier echt ganz schön. Das heißt, es liegt eher wo dran? Nur am Ärmchen? Das kann ich beheben. Also halb. Sieht zwar gleich ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Machen wir es mal komisch. Da haben wir zwei Ärmchen von hier. Du da, haben wir zwei Ärmchen von hier. Haben wir drei Ärmchen von da und da sind eh schon drei Ärmchen. So, jetzt ist alles voll. Gut. Dann mach schneller. Oh Gott, ganz viele Coins. Ganz viele Zahnräder. Hm. Weiß nicht, im Kupfer. Schneller da drücken. Wofür warst du da? Für die Munition davon. Das bringt mir jetzt nichts, wenn ich da überall Fließbande hinbapp. Dann sind sie nur schneller im Stau. Ganz weg, du warst für irgendwelche komischen Dinge. Nö, ich denke, ich nehme jetzt einfach langsame Ärmchen. So, das hier in Holzkisten. Die langsamen Ärmchen, damit auch wenn die Ärmchen durchgeht, rausnehmen, dass du immer noch was vorbeihuschen kann. Dann passt das. Aber ich will jetzt kein Leder von den Minen. Und ich kann jetzt immer schön hier Zeug klauen und das oben hinbringen, zu Sniper-Munition zu bringen. Und es gab noch irgendwas. Ich weiß nur leider nicht mehr was. Also irgendeine Sache hatte ich noch von Hand befüllt mit Kupfer. War das hier irgendwas? Ja. Batterien sind sogar relativ wichtig. Tu mal. Hier. Kupfer hin, damit das alles über Batterien verwurschtelt wird. Kannst du mal mitnehmen. Steckbatterien zu haben, sind immer schick. Und du kriegst den Rest bis auf einen halben Stick, den ich in der Tasche hätte. So. Munition rödelt immer noch durch. Und scheint diesmal auch wesentlich flächendeckender zu sein. Also selbst bis hier unten hat sie das schon gestaut. Sehr gut. Ihr seid fast voll. Das ist nicht so schön. Ich müsste das eigentlich alles umbauen. Ah ja, besser, wenn die Kohle weg ist. Ich will den ganzen Platz da haben. Und hier, was machen wir mit euch? Ich denke, ich nehme mal Stahlkisten. Und lade jetzt hier das ganze Erz ein. So. Da. Und wenn wir irgendwann später die ganzen Crusher haben, dann sacke ich das hier ein oder mache es im Zug oder irgendwas in der Richtung. Weil ich will das jetzt ungern einschmelzen, einfach nur so. Das heißt, das hier kann alles weg. Habe ich inzwischen rote? Ja, habe ich. Oh, sehr schön. Ich brauche unbedingt mehr Slots hier unten. Also was kann weg? Dieses ganze komische Fließband kann weg. Richtig, richtig. Komisches Fließband, adieu. Komische Poles ebenso. ja, theoretisch kann ich abreißen. Praktisch hält, glaube ich, der Abrissbefehl nur 10 Minuten oder so. Steht das dabei? Nee. Aber ich glaube, der hält nur 10 Minuten beim jetzigen Stand. Das heißt, sie haben nur 10 Minuten Zeit, die alle wegzumachen. Das kriegen die niemals hin. Wobei, es sind schon 5 Bots. Langsam aber stetig, Jungs, ha? Goodie. Das heißt, ich gebe ihnen nicht noch mehr auf Abrissbefehle. Das wäre gemein. Kann ich denn mehr herstellen von euch? Einen. Was fehlt? Stahl. Gib Stahl. Ja, Stahl wird gerade nicht automatisch hergestellt. Das ist ein wenig problematisch. Müsste ich unten eine Lavalampe abzwacken. So, und hier kannst du mal so machen. Und 4 Solar Panels herstellen, das ist doch mau. Aber, ne, Kupfer kann ich unten abholen. Ich denke, das mache ich jetzt auch mal eine Weile. Denn ich bin hier immer fleißig weiter am Bauen und Strom wird immer problematischer. Das heißt, ich versuche jetzt möglichst viele grüne Chips für mich abzuknapsen, um daraus dann Solar Panels zu machen. Und währenddessen tinke ich hier an dem Ding rum,
In der Hoffnung, das irgendwie zu optimieren. Dass wir die Forschung hier fertig bekommen. Wobei, Forschung sieht gut aus. Ist fast durch. Was eigentlich noch fehlt, ist Feind. Was eigentlich nur fehlt, sind ein, zwei grüne Tempel. Du schießt nach unten. Hier ist keiner mehr. Oh, ich höre Schläge und sehe Explosionsdinger. Irgendwo ist es lauter da. Die haben alle wieder keine Muni. Ja. Ganz viele Sachen brauchen Construction Bots, aber davon ist ein Großteil das, was ich habe abreißen lassen wollen. Du bist am Ersetzen, das ist sehr gut. Könnte auch jemand den Boiler noch reparieren, das wäre viel besser. Vor allem auch die Offshore-Pump hier. Stimmt, wieder nicht alles vorrätig. Guck mal, ob alles da ist. Du hättest gerne noch mehr da und noch mehr. Sauber. Du hättest gerne... Ne? Wow, da. Bau ganz viele Boiler, bau ganz viele Offshore-Pumps, bau noch mehr Steam-Engines. Schmeiß das da alles rein. So, Boiler, Steam-Engines, Steel-Furnace, Offshore-Pumps, noch mehr Furnace. Gelbe Ärmchen. Mauerstücke. Turrets. Soll jetzt reichen, ne? Gut. Das sollte sich also selbstständig reparieren. Und du bist voll. Gibt's mal noch ein paar Kisten. Schön. Auf dass ich das da weiter staue. Und ich guck mal, ob es sich inzwischen einmal rumgestaut hat bei der Muni. Nö. Kupfer ist wieder alle. Jo, hier, Kupfer. Dennoch kann ich mir ein bisschen was klauen und wieder irgendwelche Türme auf. Das ging schnell. Auffüllen. Wir hier nicht gerade was. Wusel. Da zum Beispiel. Du. Da. Kriegst mal. Einmal Vollmagazin und einmal hier. Und da komme ich nicht ran, oder? Wir müssen da in der Mitte durch. Doch, geht. Sehr schön. Und das ohne den Mod, der dafür sorgt, dass man überall durchkommt. Der war wirklich ein wenig irritierend im Shadow Mod Pack. Weil er auch dafür gesorgt hat, dass Gegner durch die Mauern durchglitschen konnten und so weiter. So, du wolltest eine Kiste, du bekommst verdammt nochmal eine Kiste. Da. Sammeln mit einem blauen Lämpchen. Und einfach ganz viel Muni, so. Bringt dir auch nichts, wenn ich sie jedes Mal nur mit zwei Stacks fülle und dann, ne? Halbe Folge später muss ich wieder dahin. Gib her das Zeug. So, grüne Chips staunen sich, das ist super. Weil die 100 drin sind. Nehme ich die 100 allerdings raus, zacken sie es wieder ein. Schön. Bau bitte 18 Solarpanels. Dafür brauchst du... Was? So viele grüne Chips? Ich hab hier ein paar. Nehmen wir alle mit. So. Okay, läuft. So, ne? Ich glaube schon, da müsste da eine Reihe wieder so von Akkus rein. Wobei ich denke, dass die Akkus nicht das Problem sind, sondern eher die Panels. Ja. Den Puffer kriegen wir nicht voll, weil wir allgemein nicht genug in den Strom produzieren. Zugeben ist jetzt nachts, aber auch tags wird es eng werden. Bau mal dich so ein bisschen weiter aus. Ich sehe wirklich Platzprobleme auf uns zu kommen. Wir haben bisher eine einzige Lavalampe. Es müssten viel mehr sein. Jeden kleinen Scheiß automatisieren, aber ne, Roboter warten klingt irgendwie ein bisschen entspannter. Ah, Muster hätten wir auch. Oh, stimmt, ein bisschen Essen und Trinken einsacken schadet ebenfalls nicht. So. Und die Tränke stauen sich für die nächste Forschung, wobei ich noch nicht weiß, was ich jetzt als nächstes erforschen sollte. Wir haben da ein paar Sachen zur Auswahl. Zum einen, das wäre praktisch, weil es die Leistung der Logistik- und Roboter mal eben verdoppelt. Weil sie nicht nur ein Item tragen können, sondern zwei. Alternativ gäbe es das hier, das macht es nicht doppelt so schnell, sondern nur 35% schneller. Kostet dafür auch nur ein Viertel. Wäre also interessant. Das Ding wäre sogar auch interessant. Wobei, ich glaube, die erste Stufe hatten wir schon, richtig, also nicht mehr ganz so extrem. Öl. Öl war wichtig für Brennstoffblöcke.
hatte ich schon vor ein paar Folgen erwähnt, wir müssen bald darauf umsteigen. Wenn wir das nicht tun, ist die Kohle alle, die wir eigentlich für Plastik brauchen. Und allgemein alle, und wir haben dann gar keinen Strom mehr, außer das bisschen Solarenergie, was fast nichts bringt. Also ich denke, die 75 wäre eine schöne Idee. Allerdings erst, wenn das hier ein bisschen voller ist mit Tränken. Ich will ja nicht wieder 10 Folgen rumkrebsen, um irgend so ein Ding fertig zu bekommen. Du brauchst ganz viele Akkus. Achso, die brauchen keine grünen Chips, ne? Ne, brauchen nur ganz viele Batterien und ein bisschen Eisen drumherum getackert. Schick. Okay, nächsten Folgen. Mehr Akkus, mehr Solarpanels, mehr Snipertürme, mehr Roboter, mehr Lavalampen, Feintuning und Kupferverteilung für Sniper-Harmonie. Das ist der Plan. Also bis gleich.